Herrschaften, ich darf Sie begrüßen zu unserem Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut und unser Thema lautet heute: Wie beschreibt man die Veränderung eines Systems mit Zahlen? Wir haben gesehen, wie man ein System mit Zahlen beschreibt, nämlich mit Zustandsgrößen und Angabe der Komponenten und Phasen. Und jetzt wollen wir mit diesem System Veränderungen durchführen. Wir haben hier unsere Teilchen, die das System ausmachen. Hier haben wir die Grenzen des Systems, wir beschreiben das System, weil es in einem Komponenten ein Phasensystem ist, brauchen wir nur zwei Angaben, nämlich Temperatur und Druck. Der kleine Index A steht für Anfang, Anfangszustand. Hier haben wir zum Beispiel ein gasförmiges System in einem Zustand durch einen Druck und eine Temperatur eindeutig definiert. Jetzt können wir den Zustand ändern, indem wir eine oder mehrere Zustandsgrößen variieren. Zum Beispiel können wir das System bei konstantem Volumen einfach erwärmen. Dann haben wir eine andere Temperatur und einen anderen Druck. TE für Endtemperatur, PE für Enddruck. Und wenn wir jetzt diese Zustandsänderung beschreiben wollen, dann brauchen wir zum Beispiel nur die Änderung von Temperatur oder Druck anzugeben. Und diese Änderung veranschaulichen wir durch ein Delta. Wenn wir irgendwo ein Delta sehen, meinen wir damit Endzustandsgröße minus Anfangszustandsgröße. Delta P ist PE minus PA, Delta T ist TE minus TA. Delta V, wäre VE minus VA, wäre hier gleich 0. Delta Rho ist Rho E minus Rho A und so weiter und so weiter. Diese Delta-Größen, diese Änderung von Zustandsgrößen können positiv oder negativ sein. Es gilt immer, Endgröße minus Anfangsgröße ist die Rechenprozedur. So eine Zustandsänderung nennen wir in der Thermodynamik auch Prozess. Prozesse sind das, was uns in der Thermodynamik interessiert. Die klassische Thermodynamik interessiert sich nur für den Anfangs- und den Endzustand. Dabei spielt die Zeit, die vergeht vom Anfang zum Endzustand, keine Rolle. Die Kinetik, eine weitere Sparte der physikalischen Chemie, interessiert sich sehr stark für die Zeit, wie schnell ein Zustand sich verändert. Die Thermodynamik fragt sich: Kann ein Prozess stattfinden? Ist das erlaubt oder nicht? Die Kinetik fragt sich, wenn der Prozess stattfinden kann, wie schnell findet er statt? Wenn ein Prozess stattfindet, dann sind noch andere Faktoren gegeben, außer der Änderung von Zustandsgrößen. Wir haben noch die Prozessgrößen Wärme Q und Arbeit W. Diese sind Größen, die nicht mit einem Zustand verknüpft sind. Wärme und Arbeit kann man nicht einem Zustand zusprechen. Dieses Volumen an Luft hat nicht die Eigenschaft Wärme und auch nicht die Eigenschaft Arbeit. Wärme und Arbeit sind nur mit Prozess verknüpft. Darum nennt man sie auch Prozessgrößen. Und einen wichtigen Unterschied zwischen den Prozessgrößen hier oben und den Änderungen von Zustandsgrößen hier unten ist, dass Prozessgrößen wegabhängig sind. Zur Verdeutlichung schauen wir uns die vier Zustände vom letzten Mal nochmal an, die vier Gasphasenzustände von Kohlendioxid. Zustand 1, Zustand 2 liegen auf der Zustandsfläche. Wenn wir von 1 nach 2 gehen und die Temperatur konstant halten, gehen wir auf diesem rot gezeichneten Weg. Wenn wir von 2 nach 3 gehen, den Druck konstant halten, gehen wir auf dem grün gezeichneten Weg. Wenn wir von 3 nach 4 gehen, haben wir wieder einen Weg mit konstanter Temperatur. Wir nennen Wege mit konstanter Temperatur isotherme Wege, Wege mit konstantem Druck isobare Wege, Wege mit konstantem Volumen, so wie hier, isochore Wege. Wir können jetzt zum Beispiel von Zustand 1 nach 4 auf sehr, sehr vielen Wegen gehen. Entweder von 1 über 2 nach 4, von 1 über 3 nach 4 oder von 1 über 2 und 3 nach 4.
Für den Druckunterschied Delta P zwischen 1 und 4 macht das überhaupt keinen Unterschied. Alle Zustandsgrößen sind unabhängig oder ändern sich unabhängig vom Weg. Für alle Delta Z-Größen ist es völlig unerheblich, auf welchem Weg ich einen Prozess durchführe. Anders ist das für die Prozessgrößen Arbeit und Wärme. Es kann sehr wohl sein, dass die Arbeit auf dem Weg 1, 2, 4 eine andere ist als auf dem Weg 1, 3, 4. Darum muss ich, wenn ich von Wärme und Arbeit spreche, immer den genauen Weg angehen. Wenn ich nur Zustandsgrößen diskutiere, brauche ich den Weg gar nicht anzugeben. Aber wenn ich Prozessgrößen diskutiere, dann muss ich den Weg angehen. Die Angabe des Weges geschieht zum Beispiel so, dass man sagt, wir gehen einen isothermen Weg und dann einen isobaren Weg, dass man also angibt, welche Größe konstant ist. Es gibt aber auch noch eine andere, sehr, sehr wichtige Beschreibung des Weges vom Anfang zum Endzustand, die in der Thermodynamik häufig zu finden ist, nämlich die Angabe reversibler Weg und irreversibler Weg. Ich will ein Beispiel geben, was man darunter versteht. Wenn ich hier ein Volumen mit zum Beispiel Luft habe, komprimiere das auf die Hälfte des Volumens und expandiere dann wieder auf das ursprüngliche Volumen. Dann ist es ein Prozess, bei dem sich das Volumen ausdehnt und man kann mit diesem Volumen, was sich ausdehnt, Arbeit gewinnen. Und denken Sie an einen Verbrennungsmotor, da ist genau die Volumenausdehnung der Kern der Arbeit gewinnen. Aber die Arbeit, die ich jetzt gewinnen kann, die hängt sehr, sehr stark vom Wind ab. Hier haben wir noch einen Ausgangszustand, komprimiert, Endzustand expandiert. Und wenn wir zum Beispiel diesen Prozess, Expansion, in einem Vakuum durchführen, also einem Behälter, in dem der äußere Druck 0 ist, dann dehnt sich zwar das System aus, aber dieser Kolben, der übt keine Kraft aus. Und wenn keine Kraft vorhanden ist, haben wir auch keine Arbeit. Diese Expansion ins Vakuum, die sehr schnell geht, spontan, wie man sagt, die ist irreversibel. Irreversibel bedeutet, es wird Arbeit vergeudet. In dem Fall ist es sogar so, dass überhaupt keine Arbeit gewonnen wird. Nutzarbeit gleich Null. Und der Prozess ist nicht umkehrbar. Freiwillig wird sich unser System niemals in den Ausgangszustand zurückbewegen. Irreversibel. Wir können das Experiment abändern. Und zwar den Weg abändern. Anfangs- und Endzustand dürfen wir nicht abändern. Die sind eindeutig festgelegt. Aber wir können zum Beispiel den Prozess so durchführen, dass wir hier eine Möglichkeit haben, zum Beispiel ein Gewicht zu heben. Dann wird eine gewisse Arbeit, nämlich Hubarbeit, gewonnen. Und die maximale mögliche Menge an Arbeit können wir gewinnen, wenn wir eine Apparatur konstruieren, die immer Druckgleichgewicht zwischen außen und innen bewerkstelligt. Zwischen Umgebung und System bewerkstelligt. Wenn sich jetzt der Kolben nach außen bewegt, dann wird dieses Gewicht gehoben und es wird eine Arbeit gewonnen, und zwar die maximale Menge an Arbeit gewonnen, weil wir den Grenzfall haben, dass außen und innen der Druck gleich groß ist. Dieser Weg hier unten gewinnt die maximal mögliche Menge an Arbeit aus einem Prozess und dieser Prozess wird reversibel genannt. Reversibel deshalb, weil diese maximal mögliche Menge an Arbeit, die wir gewonnen haben, die jetzt hier als Hubarbeit vorliegt, weil die ausreicht, um das System wieder zu komprimieren. Ohne dass sich sonst was ändert. Im anderen Extremfall wird gar keine Nutzarbeit gewonnen. Diese Art von irreversiblen Prozess nennen wir auch einen spontanen Prozess. Sie sehen, wie für einen denselben Prozess Arbeit zwischen 0 und einem Maximalwert schwanken kann. Deshalb ist es wichtig, immer den genauen Weg anzugeben, den ein Prozess, über den ein Prozess abläuft,
wenn man über Prozessgrößen arbeitet und Lernen spricht. Ein wichtiger Begriff in der Thermodynamik ist der Begriff Gleichgewicht. Die klassische Thermodynamik befasst sich im Grunde nur mit Gleichgewichtszuständen. Zuständen, bei denen sich zeitlich keine Änderung zeigt. Wenn ich jetzt hier Temperatur und Druck messe und nach einer gewissen Zeit wieder, stelle ich fest, diese Werte sind gleich, weil das System im Gleichgewicht sich befindet. Wenn ich jetzt zwei Teilsysteme habe, die verschiedene Temperaturen haben, dann sind die vielleicht jeder für sich im Gleichgewicht. Aber wenn ich sie thermisch in Kontakt bringe, so wie hier, dann stelle ich zeitliche Veränderungen fest. Dann stelle ich fest, mit der Zeit werden sich die Temperaturen angleichen. Und erst wenn alle Temperaturen gleich sind, dann haben wir Gleichgewicht. Wir haben am Anfang ein Ungleichgewicht, und zwar ein thermisches Ungleichgewicht. Wir beschreiben das mit Zahlen, und zwar beschreiben wir es einfach so, dass wir sagen, wenn wir einen Temperaturunterschied haben in unserem System, haben wir kein thermisches Gleichgewicht. Dasselbe gilt für den Druck, wenn ich zwei Systeme habe, einen hohen Druck, einen kleinen Druck. Für sich ist jedes System im Gleichgewicht. Wenn ich aber das System in Kontakt bringe, ein Ventil öffne zwischen den beiden Systemen, tut sich was, Drücke ändern sich und erst wenn die Drücke gleich sind, habe ich Gleichgewicht. Ungleiche Drücke bedeuten, wir haben das System nicht im Gleichgewicht. Ein sehr schönes Ergebnis der Thermodynamik ist es, dass man auch chemische Prozesse so quantifizieren kann. Sie können in der Thermodynamik zwei Stoffe, zum Beispiel NO2 und N2O4, betrachten und können eine Größe finden, nämlich das chemische Potenzial, das Ihnen ermöglicht zu sagen, ob diese beiden Stoffe im Gleichgewicht sind oder nicht. In dem Fall hier sind die beiden Stoffe nicht im Gleichgewicht, sondern die chemischen Potenziale sind unterschiedlich. Erst wenn eine gewisse Reaktion stattgefunden hat, dann sind die beiden chemischen Potenziale μ gleich und dann ist das System chemisch im Gleichgewicht. Thermisches Gleichgewicht, Druckgleichgewicht, chemisches Gleichgewicht, quantitative Kriterien dafür zu finden, das ist die Aufgabe der Thermodynamik. Für ein Gleichgewicht reicht es übrigens nicht, dass nur die zeitliche Veränderung gleich null ist. Es muss eine weitere Bedingung gegeben sein. Wenn Sie sich hier vorstellen, zwei Systeme nicht im Gleichgewicht, wir bringen die beiden in Kontakt, in einer gewissen Zeit hat sich das Gleichgewicht eingestellt. Wenn wir jetzt hergehen und das Gleichgewicht etwas stören, auslenken, zum Beispiel die Temperatur ein bisschen nach oben bringen, wird sich das System ein bisschen verändern. Wenn wir jetzt diese Störung wieder zurücknehmen, dann wird sich das System wieder genau in dieselbe Ausgangszustand bewegen. Das ist auch eine weitere Bedingung für das Gleichgewicht. Nach einer Störung muss das System in Ausgangszustand zurückgehen. Knallgas zum Beispiel befindet sich nicht im Gleichgewicht, obwohl es zeitlich gesehen beliebig lange aufbewahrt werden kann. Wenn ich es aber störe, etwa durch einen Funken, dann ist offensichtlich, dass das kein Gleichgewicht war, denn die Änderung, die dann eintritt, die wird nicht mehr rückgängig gemacht, wenn der Funken weg ist. Mit dem Begriff thermischen Gleichgewicht ist auch der Begriff Temperatur definiert, und zwar über den sogenannten nullten Hauptsatz. Wenn ich ein System A mit einem System B im Gleichgewicht vorliegen habe. A und B im thermischen Gleichgewicht. Und das System B auch gleichzeitig im thermischen Gleichgewicht mit C vorliegen habe. Dann folgt daraus, das sagt der nullte Hauptsatz, dass auch A und C im thermischen Gleichgewicht vorliegen. Klingt trivial, ist aber wichtig zur Definition des Begriffes der Temperatur. Wenn Sie sich vorstellen, B ist ein Thermometer, dann macht ein Thermometer nur dann Sinn, wenn genau dieser nullte Hauptsatz erfüllt ist. Der nullte Hauptsatz führt
den Begriff Temperatur in die Thermodynamik ein. Wir können auch sagen, wenn A und B im thermischen Gleichgewicht sind und B und C im thermischen Gleichgewicht sind, haben alle drei Körper die gleiche Temperatur. Man nennt es auch den Gleichverteilungssatz. Und thermische Energie verteilt sich gleichmäßig über ein Gesamtsystem. Wir fassen zusammen, wenn wir von einem Zustand A zu einem Zustand E gehen, haben wir einen Prozess durchgeführt. Wir können diesen Prozess charakterisieren durch die Änderung von Zustandsgrößen, Delta Z, Delta P zum Beispiel, Delta T, Delta V und so weiter. Wir können den Prozess aber auch charakterisieren durch Prozessgrößen Q und W, Arbeit und Wärme. Im Gegensatz zu den Delta-Größen sind die Prozessgrößen vom Weg abhängig und wir müssen einen genauen Angaben machen über den Weg, von dem wir vom Anfangs zum Endzustand gegangen sind. Wichtige Wege sind zum Beispiel isotherme, isobare, isochore Wege und besonders wichtig ist die Aussage, ob ein Prozess reversibel stattfindet, damit die maximale Bearbeitung gewonnen oder irreversibel abläuft. In dem Fall wird ein Teil der Arbeit vergeudet.